Leute, und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar unsere Palito Bay Map ist soweit fertig. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das gute Stück einfach mal an. Diese Map wird auf jeden Fall noch Updates bekommen, also Erweiterungen. Denn da werden wir auf jeden Fall auch kräftig dran rumschrauben. Nur als kleine Information am Rande. Und ja, ich würde sagen, wir fahren da einfach mal hin. Ja, hier fängt das gute Stück dann auch schon an. Mit Bremsstreifen natürlich, damit man in den Ort nicht reinknallt. Ja, und hier können wir schon sehen, auch an den KI-Verkehr wurde die Map komplett angepasst. So, das heißt, die hat hier keine, ja, so, die macht hier keine Faxen halt, ne? Ja, und hier geht es natürlich dann weiter mit der Beschränkung hier zum anderen Streifen. Aber das hatte ich schon mal in einem Video gezeigt. Wir haben das Ganze ein bisschen nachgebaut und es geht uns halt mehr um die Palito-Version. Und ja, das switchen wir mal ganz kurz hier auf die andere Straßenseite. Wenn man dann hier mit einem guten Fahrzeug so richtig hardcore reinbrettert und nicht angeschnallt ist, dann ja, fliegt man auch aus dem Fahrzeug raus. So, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Wenn wir uns das gute Stück dann heruntergeladen haben, dann haben wir diesen Ordner hier und hier können wir uns den Namen schon mal rauskopieren und gehen dann einfach zurück und gehen in den Resource-Ordner und ziehen einfach nur diese Map in den Resource-Ordner.
und gehen dann anschließend in die Extra-CFG oder in die Server-CFG, je nachdem wie ihr das Ganze habt. Und ja, hier müssen wir das Ganze nur noch starten, speichern und schließen. Und somit haben wir die Map schon erfolgreich installiert. Jetzt müssen wir nur noch den Server neu starten und wir haben die Map erfolgreich installiert. Ja. Und können sie auch komplett benutzen. Sollten noch Fragen da sein, dann gerne in die Kommentare schreiben oder noch Wünsche, was wir noch besser machen könnten an dieser Karte. Und ja. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit.